Wir haben ja zumindest einen von denen jetzt schon mal erwischt. Das ist ja schon mal was. So, da, die nehme ich als nächste. Hier, einer ist besessen von den Geisterjägern. Und zwar Winston, ja, überraschenderweise mal. Und Ray ist down, den heben wir gleich mal auf. Jetzt mal langsam. Das können Sie nicht tun. Oh oh. So, wo sind Sie denn? Da. Wissen Sie, wer ich bin? Oh, Leute. Hinter dir. Da, links von dir. Oh, wo sind sie denn jetzt schon wieder hin? Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein hier. Aber solange wir hier in diesem Bereich bleiben, sich quasi hier so nacheinander erledigen. Leute, ist das euer Ernst? Da war ein Geist. Wir waren vier Jäger und ihr habt den Geist entkommen lassen, damit er sich da hinten eine neue Hülle sucht? Das ist nicht euer Ernst. Leg dich nicht mit mir an, Mann. Meine Güte, ey. Es darf mich nicht erwischen. Oh Leute, ich habe euch sogar schon eine Falle hingelegt. Komm, nehmen wir hier nochmal eine Falle hin, ne? Kann doch nicht wahr sein. So. Eingesammelt. So, dann holen wir gleich den nächsten hier. Bumm. Da komm. Put. Oh, wo ist die denn jetzt so? Das ist furchtbar. Die Kontrolle über so einen eingefangenen Geist zu behalten, ist echt eine Katastrophe, wenn die anderen da noch mitzerren. Das hat mit Teamwork nichts zu tun, was sie da machen. Ich weiß noch nicht, wem die Falle gehört, aber irgendwas sollte die gleich mitnehmen. Wo willst du denn wohl hin? Komm her jetzt hier. Schätzelein, du bist doch eh die Letzte. Komm jetzt. Papa will Feierabend machen. Alter. Wie soll ich denn da hinziehen? Seid ihr bescheuert? Leute, die Falle liegt hier vorne. Leute. Meine Güte. Aber sie erstmal halb durch den Raum ans andere Ende zerren, bevor man auf die Idee kommt, man könnte es ja mal mit der Falle hier versuchen, ne? Was sind das für Profis? Das sind doch keine Profis. Oh, man kann hier unter den Rock gucken. Alles klar, ihr kümmert euch um Melissa. Seid vorsichtig, ich gehe zum Sicherheitsraum. Ich liebe diesen Plan. Ich werde sie mit den Sicherheitskameras auf die Monitore triangulieren und gebe dann Anweisungen. Bis bald, Ray. Auf geht's, Jungs. Bis bald, Leute. Dr. Rutherford, zeigen Sie mir bitte den Sicherheitsraum. So, muss ich jetzt mal eine Falle noch einsammeln. Auf jeden Fall können wir uns mal die Texte zu den Geistern durchlesen. Oh, wir haben ja jede Menge Geld gemacht eben gerade. So, wo ist denn jetzt der neue Geist? Schönheitsköniginnengeist. Schönheitswettbewerbe und Paraden aller Art waren schon immer ein großer Teil der Kultur von New York. Und die Schönheitsköniginnen waren immer die Kronjuwelen der Stadt. Schönheitsköniginnen hassen es jedoch, ersetzt zu werden. Und für einige ist es der absolute Höhepunkt ihres Lebens, auf einem Thron zu sitzen und den Massen zuzuwinken. Nach ihrem Tod kehren sie dann auf ihrer verzweifelten Suche nach Aufmerksamkeit wieder zurück, um erneut zu herrschen und in all ihrer spektralen Schönheit bewundert zu werden. Ja, es ist echte Schönheit, ja, also würde ich definitiv nicht von der Bettkante stoßen. Gott, so, haben wir hier vielleicht ein Artefakt, bevor wir jetzt hier abzischen? Man kann ja mal kurz durchgucken, das Ganze.
Wer weiß, was wir hier finden? Der amerikanische Bürgerkrieg klingt ja schon mal sehr interessant. Es gibt nichts Authentischeres so als eine große Ausstellung mit waschechten Geistern. So, hier sind wir durchgekommen, oder? Ja. Oh. Wow, 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 wow. Wieso schlägt mein PKE aus? Faszinierend. Das sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Gyoza. Leute. Ich habe hier einen Ausschlag. Leute. Ob ich da Geld für kriege? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil ich ja ektoplasmische Überreste schon mal gescannt habe. Wenkman! Lass sie mich hier runter! Ich glaube nicht, dass der Typ vorhat, nett zu ihr zu sein. Das ist ein Truppenhinterhalt. Versuch nicht, sie einzufangen. Zerblas sie einfach zu Staub. Wie soll ich das Gefühl, ich stehe schon wieder ganz alleine? Au! Wahrscheinlich, weil ich ja schon wieder ganz alleine stehe, kann das sein? Winston? Peter? Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich dachte, ihr seid Profis. Da ist noch einer um die Ecke, ich weiß. Ah! Einer? Wow, das waren einige. So, 12.000 haben wir jetzt schon. Ich will jetzt auf die 18.000 für diese besondere Schmetterfalle sparen. So, bevor wir aber weitergehen, gucken wir mal, was das denn jetzt für Geister eigentlich waren. Ich habe leider nicht auf den Namen geachtet. Besessene Statue bestimmt, ne? Ja. Besitzergreifgeister können teilweise auch Besitz von Statuen und Puppen ergreifen und diese kontrollieren. Daher trifft man sie häufig in allen möglichen Museen an, sowie in weit mehr Bekleidungsgeschäften, als vernünftigerweise zu erwarten wäre. Glücklicherweise wird der besitzergreifende Geist an das unbewegliche, nicht lebende Objekt wie eine Puppe oder eine Statue gebunden, wenn er davon Besitz ergreift. Der Geist kann es nicht nur nicht verlassen, sondern wird ebenfalls gestört, wenn das besessene Objekt zerstört wird. Okay, aber ist das nicht Mord? An toten Leuten? Kann ich nicht schon mal im Voraus zerstören, ne? Schade. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier ein Artefakt gibt. Hol sie ein! Oh, Wenkman. Dieser Trollo, ey, stellt sich mitten in den Weg von brennenden Pfeilen. Das kann nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Das ist echt traurig, was die hier so abliefern. Ich fühle mich noch mehr allein als jemals zuvor. Hallo? Die Mayas. Oh, muss das ausgerechnet eine Maya-Ausstellung sein? Und aufmachen. Wir. Tempo, sonst entwischen die noch! Los zur Brücke! Sagte Winston gerade los zur Brücke? Was macht ihr denn da unten?
Wie wäre es mit weniger Scherzen und mehr Arbeit an den Sicherheitskameras, Ray? Da, guck mal, da ist ein ganzer Haufen. Und das Schlimmste ist, dass ich nicht mehr vernünftig ausweichen kann, weil die Ghostbusters ihre Kadaver hier in den Weg schmeißen. Du schießt auf die Distanz mit einer Schrotflinte? Wie dämlich ist denn das bitte? Okay, wir haben fast die 18.000 Dollar zusammen für unsere Fallenaufwertung. Ich weiß nicht, wie häufig das vorkommen wird, dass wir dieses Upgrade wirklich nutzen, aber vielleicht kann das auch einer der anderen nutzen. Ich will den Geist da vor allem mal scannen. Hat sie gerade Peter gesagt? Au! Mensch, Wenkman! Wenkman! Meine Fresse! Liegender Schädel, okay. Los zu dem Tempel, dem Leuchtenden! Seid ihr bescheuert? Das geht gerade nicht, ich bin gerade etwas beschäftigt! Ich bin ja hier anscheinend der Einzige, der ein bisschen kompetent ist. Ah, oh, nein. Nicht die scheiß Schädel. Boah. Oh, jetzt wurde ich erst wieder. Oh, 20 pro Schädel. Na gut, die halten ja auch einiges aus, ne? Und sind verdammt schnell. Ah, wenn mich dieser Schädel jetzt immer tötet, sehe ich durch. Ray, kannst du sehen, wo die hin sind? Boah, alter Falter, 20.000. Was sind denn das für Schlapplurche, ey? Ja. Durch das Lösen der magnetischen Bufferplatte der Geisterfalle ist eine größere Ladungsansammlung in den sekundären Spulen möglich, wodurch sich die Nahbereichsauslösegrenze der Falle deutlich verringert. Wird ein betäubter Geist in der Nähe einer Falle auf den Boden geschmettert, kann er unmittelbar eingesaugt werden und die Sperrkegel-Einsatzphase der Falle wird komplett umgangen. Das gelegentliche Austreten von Plasma aus den primären Lüftungsschlitzen des Packs ist nicht weiter besorgniserregend, auch wenn diesbezüglich schon kleinere Versenkungen gemeldet wurden. Und dann hatten wir hier fliegende Schädel als neuen Gegnertypen noch. Und zwar 30 Stück. Schädel sind furchteinflößend, insbesondere wenn sie mit glühenden Augen herumfliegen und versuchen, dich zu töten. Diese Klasse 1 Schwärmer werden möglicherweise ausschließlich von Schädeln, ob echten oder Imitaten, angezogen. Genau wie andere Schwärmer verteidigen fliegende Schädel ihr Territorium mit außergewöhnlichem Einsatz. Man sollte es am besten nicht betreten, wenn man nicht über ein voll aufgeladenes Protonenpack verfügt. Wir sind noch nicht im Sicherheitsbüro. Hier ist wirklich der Teufel los. Ja, da hast du auffallend recht. Ja, ist interessant, dass das jetzt alles auf einmal passiert, ne? Hier in der Stadt. Irgendwas Großes geht vor. Ich denke, so viel ist sicher. Vielleicht kann ich in die Pyramide rein. Bisschen schade eigentlich. Wohin sind die jetzt eigentlich geflohen? Ich war so damit beschäftigt, auf Wenkman einzuschreien, weil der sich wie ein absoluter Vollidiot benommen hat. Und mich fast auch noch den Kragen gekostet hätte hier. Hallo? Boah. Alter, Wenkman, mach das nicht. Hier sind schon wieder Schädel. Leute, das sind Schädel. Oh, was ist denn mit der Framerate los heute? Das kann doch nicht sein. Das ist. Irgendwie ist das komisch diesmal. Das war sonst nicht. Ja, nee. Ist klar. Oh, da will ich nicht durch. Ah!
ihr macht das mal. Ich gehe ein bisschen auf Abstand. Leute, es hilft, wenn ihr euch mal einen Granatwerfer nicht in den Weg stellt. Ja, ich kann die eigentlich ganz gut ausschalten. Irgendwas stimmt auch mit dem Untergrund von meiner Maus nicht. Ja, ich bin heute nur am Meckern. Ist euch das schon aufgefallen? Das will ich eigentlich gar nicht. So, seid ihr bereit? Wir haben fast schon wieder 5000 zusammen. Die Maya-Statuen, da kann man echt gut Geld mitsammeln. Aber keine Signale, ne? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Hethitisch, Mennonitisch, Phönizisch, Babylonisch, Peter, was machst du da? Assyrisch, Mesopotamisch, Sumerisch. Na, das denkt er sich alles nur aus. Ja, solche Sachen schnappt man halt so auf, im Büro und so. Sumerisch, ja? Na gut. Peter, bitte melden. Was mit Gozer zu tun haben? Leute, wir haben das Sicherheitsbüro erreicht. Es ist das totale Chaos. Das war Sabotage. Überall schwarzer Schleim. Von den Kameras funktionieren nur noch ein paar. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, öffnet doch mal Tor 3487. Nur so zum Spaß. Moment mal. Wo steht denn die Nummer? Hey, wir werden angegriffen. Wir melden Ray, uns wieder. Halt dich von allen Besitzergreifen. Rosa Gorba Schmutz, Schorseklamm, Froga, Froga. Dr. Rutherford, wenn Sie noch da sind, könnten Sie bitte Dr. Stance einfangen? Na, wunderbar. Okay, ich habe den Besitzergreifer abgeschüttelt und einen anderen Sicherheitsraum gefunden. Aber Dr. Rutherford ist unauffindbar. Ich habe ihm wohl Angst eingejagt. Du bist kein schöner Anblick, wenn du besessen bist, Ray. Im Ernst. Ich habe euch auf den Kameras. Ihr solltet jetzt zur Bürgerkriegausstellung kommen. Ja? Melissa ist gerade da vorbeigekommen. Okay, wir sind dran. Danke. Rutherford. Also ich muss bei Rutherford immer an Incubation denken. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Ist auch ein Strategiespiel. Rundenstrategie. Kennst du den Unterschied zwischen dieser Ausstellung und den anderen? Die Soldaten hier drin haben Gewehre. Was? Sag doch sowas bitte nicht. Bitte sag sowas nicht. Jetzt kriege ich ein bisschen Angst. Aber er hat ja recht. Das können ja nicht immer nur Aztekengeister sein, ne? Da stimmt mir meine Katze auch zu. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Winston? Möchtest du nicht vorgehen? Kannst du gerne machen. Ich lasse dir den Vortritt. Ich scanne nur zwischendurch hier immer mal nach irgendwelchen Artefakten. Die sind aneinander geklebt. Das ist ja totale Verarsche. Ah, ich habe mir schon gedacht, dass es hier irgendwo eins geben muss. Gewehr. Dann zeig mal her das verfluchte Gewehr. Verfluchte Muskete von C. Starkey, 1868. Der konföderierte Artillerieschütze Cecil Starkey verließ seinen Posten mitten in einem blutigen Gefecht, bei dem sein Trupp aufgerieben wurde. Mit seinem letzten Atemzug verfluchte der letzte Mann des Trupps Starkey mit den Worten: Die Kanone, die du im Stich gelassen hast, wird dich finden. Starkey wurde Jahre später bei einem Jagdunfall getötet. Zeugen behauptet, dass er irgendwie eine 12-Pfund Kanonenkugel aus seinem Gewehr verschoss. Angeblich prallte der Schuss von Baum zu Baum ab, bis er zu seinem vor Entsetzen starren Besitzer Cecil Starkey zurückkehrte. Okay. Na gut, so jetzt 6000 können wir doch bestimmt. Ja, Schleimschnapper-Dauererhöhung, das mache ich jetzt einfach mal. Weil
Im Moment haben wir jetzt eh nur noch Upgrades zur Verfügung, die ich in großer Wahrscheinlichkeit eh nicht nutze, sei denn es ist storyrelevant, wie halt dieser Schleimschnapper, den wir ja auch in der Geisterdimension in der Gosa-Variante gebraucht haben. Durch Erhöhen der Rotationsgeschwindigkeit der Emitter-Spinnendrüsen des Schleimschnappers lassen sich die Kohäsionskräfte des Ektoplasmabandes deutlich vergrößern, was zu länger wirksamen Schleimschnappsträngen führt. Es muss angemerkt werden, dass bei seltenen Gelegenheiten ein durch die Spinnendrüsen fälschlich abgegebenes Miniband zu einem plötzlichen und meist äußerst unpassenden Zusammenbinden der Beine eines Geisterjägers führt. Bitte entsprechend vorsichtig gehen, und ich habe gerade so ein absolutes Déjà-vu-Gefühl, als ob ich diesen Eintrag schon mal vorgelesen hätte.